Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Bad Nenndorf. Ja, wir sind mittlerweile bei fast 40 Vlogs angekommen und ich finde, da wird es mal Zeit, alles so ein kleines bisschen zusammenzufassen. Und das versuchen wir diese Woche mit diesem Video, 10 Fakten über die Ausbildung zum Atemsprech- und Stimmlehrer. Vollzeitausbildung zum Atemsprech- und Stimmlehrer heißt bei uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler 34 bis 38 Stunden Unterricht pro Woche haben. Das führt zu einer Unterrichtsversorgung von 108% und das ist, glaube ich, einigermaßen einmalig in Niedersachsen. Dazu kommen noch einmal etwa 800 Stunden, die Sie im Betriebspraktikum unter Anleitung externer Fachleute ableisten. Und geregelt ist das Ganze in der Verordnung über berufsbildende Schulen des Landes Niedersachsen aus dem Juni 2011. Heißt natürlich, dass unsere Absolventen in ganz Deutschland und auch im Ausland arbeiten können. Also im vierten Semester gibt es ein Praktikum. Das geht insgesamt über 6 Monate bzw. 20 Wochen. Und da hat man die Möglichkeit, eben in die verschiedenen Berufsfelder der Schule Schlafhorst Andersen zu schauen, in denen man später auch arbeiten kann. Also das kann pädagogisch sein, das kann aber auch therapeutisch sein, also pädagogisch, künstlerisch oder therapeutisch. Es gibt auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Eine Klassenkameradin von mir war zum Beispiel in Südfrankreich. Ich war selber in der Schweiz, also auch deutschsprachiges Ausland. Und war da auch bei verschiedenen Leuten, also auch bei Logopädinnen, die auch mit der Stimme arbeiten. Und man kann aber auch in Sprachheilkindergärten oder man kann auch zu einem HNO gehen oder in die neurologische Abteilung. Die Praktikumsstellen gehen eben, also es kann auch mal nur eine Woche sein, aber es wird auch empfohlen, einmal irgendwie an einer Stelle so mindestens 8 Wochen oder auch 12 Wochen zu bleiben, um einfach mal so einen längeren Verlauf eines Patienten zu sehen. Jeder Schüler bekommt einmal in der Woche Einzelunterricht in den Fächern Gesang, Klavier, Sprechen und Bewegung. Zu jedem dieser Einzelunterrichtsfächer gibt es bereits einen Vlog auf dem YouTube-Channel der Schule. Es gibt also einmal die formalen Voraussetzungen. Dazu gehört, dass man mindestens einen Realschulabschluss haben muss. Wobei ich sagen muss, dass die meisten unserer Schüler entweder die Fachhochschulreife haben oder das Abitur, weil man ja eben halt auch das Aufbaustudium machen kann. Dann ist eine weitere Voraussetzung, dass man gesund sein muss an Stimme, Sprache und Gehör. Das muss man nachweisen durch ein phoniatrisches Gutachten. Das waren jetzt die formalen Voraussetzungen und dann muss man ja eine Aufnahmeprüfung hier erfolgreich absolvieren, bevor man einen Ausbildungsplatz bekommen kann. Die Aufnahmeprüfung, dafür ist es erforderlich, dass man gute musikalische Grundkenntnisse hat im Bereich Musiktheorie. Dann gibt es noch einen verbalen Intelligenztest. Das ist im Prinzip, geht es um das Sprachverständnis. Das ist der schriftliche Teil. Und dann der mündliche Teil ist einmal ein Gesangsvortrag und ein Sprechvortrag, die jeweils 2 Minuten. Und dann gibt es noch so 2, man muss man sich vorstellen, wie Unterrichtsstunden im Bereich Atmung, Sprechen, Bewegung und Atmung, Stimme, Bewegung, also Gesang. Ja, nach den Gruppenstunden folgen dann die Einzelprüfungen. Die werden dann ganz individuell vom Prüfungsausschuss für jeden einzelnen Bewerber festgelegt. Ja, und man bekommt dann schon sehr schnell Antwort, wenn man die Aufnahmeprüfung gemacht hat, also in der Woche. Danach hat man dann schon das Ergebnis per Post. Die Schule Schlafhorst Andersen befindet sich im Landkreis Schaumburg in der 10.000 Einwohnerstadt Bad Nenndorf. Neben Kino, Gymnasium, Schwimmbad, einem sehr guten Bahn- und Autobahnanschluss gibt es ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot. Und durch die direkte Lage am Deister ist Bad Nenndorf außerdem auch landschaftlich sehr schön gelegen. Also wir können hier im neuen Studio richtig gute Sprech- und Gesangsaufnahmen machen, fast Profiniveau. Und das eröffnet natürlich auch für die Schüler ein ganz tolles neues Feld,
sich auszuprobieren im Mikrofon sprechen, Mikrofon singen im Recording-Bereich, also im Studio-Bereich. Was natürlich wichtig ist, wenn Sie später als Atemsprech- und Stimmlehrer in diesen Bereichen tätig sein wollen. Unsere Schülerinnen und Schüler können schon während der Ausbildung am ersten Studienabschnitt eines Bachelorstudiums der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim teilnehmen. Mit dieser Hochschule haben wir gerade die Kooperation um weitere 5 Jahre in 2 Studiengängen, nämlich Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Bildungswissenschaften im Gesundheitswesen verlängert. Und wir haben darüber hinaus vereinbart zu prüfen, ob unsere Identität als Atemsprech- und Stimmlehrer nicht stärker in diesen Studiengängen berücksichtigt werden kann. Der Träger der Schule Schlafforst-Andersen ist das CJD, ein großes christliches Bildungs- und Sozialwerk an über 150 Standorten in Deutschland. In Vlog 18 waren wir zu Besuch in einer anderen Einrichtung des CJD, und zwar in den Hallendorfer Werkstätten in Salzgitter. Neben zahlreichen Gruppenunterrichtsräumen gibt es ca. 30 Übeläume, wovon 25 mit Klavieren und Flügeln ausgestattet sind. Außerdem ein Schüleraufenthaltsraum, eine Mensa und 12 WG-Zimmer auf dem Gelände. Bis zum Ende August hatten wir 85 Stellenangebote an unsere Schule. Die Berufsaussichten sind überragend. Von dem 6. Semester, das im Juli Examen gemacht hat, hatten 3/4 bereits vor Ende der Ausbildung eine Arbeitsstelle. Ja, und mit diesen positiven Worten geht das 10-Fakten-Video über die Ausbildung zum Atemsprech- und Stimmlehrer zu Ende. Natürlich hätten wir auch 20 oder 30 wichtige Fakten raussuchen können, aber das dann vielleicht in einem nächsten Video. Wir sehen uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr zum nächsten Vlog wieder.